In diesem Video geht es um die gesprungene Magieschleierträne. Diese verstärkt für kurze Zeit deine magischen Angriffe. Es steigt nicht nur der Schaden deiner normalen Zaubersprüche oder Anrufungen, die du wirkst, sondern der gesamte Schaden, den du auch mit Großschwertern und anderen Waffen magisch anrichtest. Wenn du an einem Ort der Gnade auf Arzneimischung gehst, kannst du sie in deine wundersame Arzneimischungsflasche reinmischen. Solltest du die Flasche der wundersamen Arznei noch nicht besitzen, schau oben rechts in die Infobox, dort findest du ein Video. Die Träne befindet sich hier beim niederen Erdenbaum. Hier zur Orientierung, da ist die Akademie, hier unten ist der Anfangsbereich und hier ist der Baum. Der Weg zum Baum ist hier ganz einfach. Du gehst hier erstmal zu dem Punkt, dann reitest du hier die Straße hoch, bleib einfach auf der Straße, dann gehst du hier weiter zu dem Punkt und von den Ruinen des Labyrinths starten wir einfach mal und gehen zum Boss hoch. Reite hier einfach nach vorne. Der Weg ist nicht besonders lang. Auf dem direkten Weg hier nach rechts kommst du leider nicht zum Baum. Muss hier ein bisschen umreiten. Also so einen kleinen Weg nehmen, kleinen Umweg. Dann gehst du hier hoch, nochmal nach rechts. Dann hier links. Gegnern vorbei und gleich bist du schon beim Baum. Da ist auch. Und da vorne steht dann ein Boss. Wenn du ihn besiegst, dann droppt er die Träne. Schau dich am Kanal um, dort findest du bald mehr als 1000 Videos zu Elden Ring.